Ja, liebe Freundinnen und Freunde, es sind noch 4 Monate zur Bundestagswahl und wir haben allen Anlass zu Optimismus. Die Menschen in unserem Land wollen endlich wieder positiv nach vorne schauen und wir Grüne machen ihnen dafür ein Angebot. Die Bundesregierung hingegen hat die Stunde der Exekutive nicht genutzt und stattdessen das Vertrauen der Menschen verspielt. Allen voran Bundesgesundheitsminister Spahn, der sich erst alle Krisenbefugnisse hat einräumen lassen und dann weder eine Test- noch eine Impfstrategie hatte. Und dann das destruktive Gegeneinander von Scholz und Altmaier, die dafür gesorgt haben, dass man existenzielle Hilfen monatelang noch nicht mal beantragen konnten, weil sie sich nicht zwischen Umsatzerstattung und Betriebskostenzuschuss entscheiden konnten. Stattdessen mussten wir zur Kenntnis nehmen, dass Unionsabgeordnete gute Geschäfte aus der Maskennot gemacht haben. Dass Fluggesellschaften Milliardenhilfen erhalten haben, ohne jede klimaschützende Auflage. Dass Kapitalgesellschaften Dividenden ausgezahlt haben, nachdem die Allgemeinheit ihnen das Kurzarbeitergeld gezahlt hat. Dafür kein Corona-Aufschlag für Hartz-IV-Empfänger. Das alles ist nicht nur unwirtschaftlich, sondern es ist vor allem extrem ungerecht. Ich will, dass wir die Krisengewinnler an den Kosten der Krisen beteiligen und hohe Vermögen angemessen besteuern, damit wir in den nächsten Jahren in die sozial-ökologische Zukunft unseres Landes investieren können. Statt Arbeitssuchende zu sanktionieren, brauchen wir einen Stundenlohn von 12 Euro, die Abschaffung der sachgrundlosen Befristung, eine Bürgerversicherung und ein leistungsfähiges öffentliches Gesundheitssystem für alle. Besonders unerträglich finde ich, dass immer noch jedes 6. Kind in dieser Republik von Sozialleistungen aufwachsen muss. Das können wir uns weder menschlich noch volkswirtschaftlich leisten. Und deswegen brauchen wir endlich eine Kindergrundsicherung. Und nach dieser Pandemie bin ich auch mehr denn je davon überzeugt, dass wir die Kinderrechte im Grundgesetz verankern müssen. Diese Bundesregierung vernachlässigt aber nicht nur die Kinder heute, sondern auch deren zukünftigen Lebensgrundlagen. Eine Landwirtschaftsministerin wie Klöckner kuschelt lieber mit Nestle, als konsequent landwirtschaftliche Subventionen nach ökologischen Kriterien zu verteilen. Und die Umweltministerin ist ja nicht mal in der Lage, die Frage zu beantworten, ob sie denn nun für ein Tempolimit auf Autobahnen ist oder nicht. Nur unter einer grünen Regierung werden wir endlich die Bremsen bei der Energiewende lösen und den klimaneutralen Umbau der Wirtschaft bewältigen. Und dann ist da noch Seehofer, der sich mit Innenbau und Heimat erstmal ein Superministerium schafft, um dann an den Herausforderungen super zu scheitern. Innere Sicherheit schaffen wir nicht mit ständig neuen Strafverschärfungen, sondern mit einem funktionierenden Rechtsstaat, dem endlich mehr Ressourcen und Anerkennung zukommen müssen. In der Corona-Krise haben wir gesehen, wie wichtig die gerichtliche Kontrolle von exekutiven Maßnahmen war. Denn die dritte Gewalt ist letztlich die Garantin unserer Freiheitsrechte. Und trotzdem hat die SPD das Justizministerium monatelang als Pausenfüller bei der Postenrochade missbraucht. Wichtige Projekte wie der Whistleblower-Schutz und die Unternehmenssanktionen blieben unerledigt. Deutsche Unternehmen müssen aber auch international ihrer Verantwortung gerecht werden. Und dafür braucht es endlich ein Lieferkettengesetz, und zwar eins mit zivilrechtlicher Haftung. Und ganz besonders gilt das mit der Verantwortung für die deutschen Rüstungsunternehmen. Internationale Sicherheit und Stabilität schaffen wir nicht durch Kriegswaffenexporte in alle Welt. Im Gegenteil, die Kriegswaffen in den falschen Händen gefährden Menschenrechte und unsere Sicherheitsinteressen. Ich freue mich deswegen, dass wir inzwischen so viel Rückhalt aus der Zivilgesellschaft für unser Rüstungsexportkontrollgesetz haben. Wir bieten eine klare Linie. Wer gar nicht erst an Drittstaaten genehmigt, braucht hinterher auch nicht über ein Moratorium oder gar Schadensersatz verhandeln. Aber auch einen NATO-Partner wie die Türkei können wir nicht länger mit U-Booten beliefern, während die türkische Marine die EU-Außengrenzen im Mittelmeer bedroht. Mal abgesehen davon, dass die Türkei Demokratie und Menschenrechte mit Füßen tritt, völkerrechtswidrig den Norden Syriens besetzt hält und ethnische Vertreibungen in den kurdischen Regionen durchführt. Da darf man es sich als EU eben nicht auf Erdogans Sofa gemütlich machen, damit der die Flüchtenden nicht durchlässt. Gut, dass die nächste Bundeskanzlerin eine Völkerrechtlerin ist. Der gefährlichste Irrweg allerdings der Union seit der Verlängerung der AKW-Laufzeiten ist ihre Kehrtwende bei den Atomwaffen. Als ich neu im Deutschen Bundestag war, haben wir 2010 fraktionsübergreifend den Abzug der Atomwaffen aus Deutschland gefordert. Und wo stehen wir jetzt, 10 Jahre später?
CDU und FDP überbieten sich geradezu beim Loblied auf die nukleare Abschreckung. Völlig verdrängt haben sie dabei die humanitären und ökologischen Auswirkungen von Atomwaffen und die gestiegenen Risiken einer ungeplanten Katastrophe. Heute macht die technische Entwicklung mit KI, Cyber- oder Hyperschallraketen ein menschliches Eingreifen im letzten Moment quasi unmöglich. Dieses Risiko ist durch nichts zu rechtfertigen. Die gegenseitige Vernichtung ist keine glaubhafte Abschreckung, denn ein Atomkrieg ist rational nicht führbar. Wir müssen dringend über den Abzug aller Atomwaffen von europäischem Territorium verhandeln, und zwar auf allen Seiten. Die Biden-Regierung hat hier deutliche Signale gesendet, und diese Chance müssen wir nutzen. An CDU und FDP gerichtet kann ich nur sagen, nicht unsere Forderung ist naiv, sondern die Vorstellung, dass es einfach immer weiter gut gehen wird mit über 13.000 Atomwaffen in 9 Staaten, von denen über 3.000 ständig scharfgestellt sind. Wir Grüne haben uns damals gegründet, um der nuklearen Bedrohung etwas entgegenzusetzen. Wir haben es in den letzten 40 Jahren geschafft, den Ausstieg aus der zivilen Nutzung der Atomenergie durchzusetzen. Und jetzt gilt es, den militärischen Ausstieg auch noch zu schaffen. Wer, wenn nicht wir, liebe Freundinnen und Freunde? Die Zeit ist reif, dass wir die Zukunft gestalten. Machen wir das Beste draus, denn alles ist drin. Hierzu will ich meine parlamentarische Erfahrung und meine Expertise mit einbringen. Dafür bitte ich euch um eure Unterstützung und eure Stimme für die nächsten 4 Jahre. Vielen Dank.